Ja, vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, den Menschen in Deutschland ging es noch nie so gut wie im Augenblick. Der Wirtschaft in Deutschland geht es bestens. Das wird uns jedenfalls immer wieder gebetsmühlenartig aufgetischt und suggeriert wird uns damit, es soll alles bleiben, wie es ist. Doch ein großer Teil der Bevölkerung profitiert davon nicht. Und nicht nur das, jeder sechste in Deutschland gilt als armutsgefährdet. Das ist der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. Auf der anderen Seite erhielten 2015 die neuen Vorstandsmitglieder von VW insgesamt über 63 Millionen Euro an Vergütungen. Und das an diesem Beispiel, an Beispiel von VW, wird deutlich, hier geht es nicht um Leistungsvergütung. Und trotz aller Rhetorik über gekürzte Boni hat die Deutsche Bank, und auch da war doch was, den 2000 Top-Managern für 2015 gut 2 Milliarden Euro gegönnt, also im Schnitt 1 Million pro Kopf. Und das, obwohl schon wieder über die Rettung der Bank nachgedacht wird. Seit 2008 hat der deutsche Steuerzahler insgesamt 236 Milliarden Euro in die Bankenrettung gesteckt. Und sage niemand mehr, es ist kein Geld da. Das Geldvermögen der Deutschen steigt sogar auf immer neue Höchststände. Es steigt aber nicht für alle. Die oberen 10% der Haushalte besitzen rund 60% des Nettovermögens. Das sind die Vermögen in Deutschland ungerechter verteilt als beispielsweise in Italien oder im Rest der Euro-Länder. Und angesichts des enormen Geldvermögens kann es doch nicht angehen, dass auf der anderen Seite immer mehr Kinder in Deutschland in Armut leben müssen. Im vergangenen Jahr waren es 14,7%, das sind fast 2 Millionen Kinder. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander und deswegen brauchen wir einen Kurswechsel, vor allem bei der Steuerpolitik. Das steuerliche Wohlfühlprogramm der Konzerne und Reiche muss beendet werden. Die immer größer werdende soziale Spaltung der Gesellschaft führt zu Spannungen und zieht eine politische Spaltung nach sich. Ludwig Erhard versprach noch Wohlstand für alle. Das ist ein Aufstiegsversprechen, das heute längst nicht mehr gilt. Und das ist nicht das einzige Gerechtigkeitsproblem, auf das ich eingehen möchte. 2016 waren die nachhaltig nutzbaren Ressourcen der Erde für das ganze Jahr bereits am 6. August verbraucht. Damit ist der globale Erdüberlastungstag in diesem Jahr erneut eine Woche früher erreicht worden als im letzten Jahr. Hauptverursacher sind die Industriestaaten und dazu gehört auch Deutschland. Dazu steigt die Erderwärmung weiter an. Dürren, Hochwasser und andere extreme Wetterereignisse nehmen zu. Unzählige Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Plastik verdreckt die Weltmeere, die Bodenfruchtbarkeit sinkt. Der Flächenverbrauch liegt auch in Deutschland mehr als doppelt so hoch wie vereinbart. Diese Liste wäre problemlos erweiterbar. Und Konflikte entstehen dort und spitzen sich dort zu, wo natürliche Ressourcen wie Land, Wasser, Rohstoffe und Energie knapp werden, wo Menschen ihre Felder nicht mehr bestellen können und keine Ernte mehr einfahren können. Und die Armen sind es, die als Erste unter diesen Folgen leiden müssen. Wir brauchen auch hier einen grundlegenden Wandel unserer bisherigen Wirtschaftsweise, sonst werden unsere Lebens- und Produktionsgrundlagen in absehbarer Zeit vernichtet sein. Dazu gehört auch der Ausstieg aus der Braunkohle und das haben uns die Brandenburger Klimaforscher ja erst diese Woche ins Stammbuch geschrieben. Für den geordneten Ausstieg aus der Kohle braucht es jetzt einen Plan und vor allem Maßnahmen, um den Strukturwandel sozialverträglich zu gestalten. Diese enormen Herausforderungen sind die Gründe, warum ich mich politisch stärker einbringen will. Ich will die Linke im Bundestag dabei unterstützen, einen sozial-ökologischen und gerechten Gesellschaftswandel zu gestalten. Gerechtigkeit kann nur durch das Zusammendenken von Ökologie und Sozialem gelingen. Wir brauchen zum kräftigen Rot auf frisches Grün. Ich bin Jahrgang 62, verheiratet und habe einen 16-jährigen Sohn. Ich bin geboren in Luckenwalde und wohne in Zossen. Beide Städte liegen seit der ersten Kreisgebietsreform im Landkreis Teltow-Fleming. Von Hause aus bin ich Landwirt. Ich habe Landwirtschaft und Umweltschutz studiert und ich bin seit vielen Jahren im Umweltamt der Kreisverwaltung Teltow-Fleming beschäftigt. In diesem Jahr bin ich zum Vorsitzenden des 5.500 Mitglieder zählenden BUND Brandenburg gewählt worden. Das ist der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Mit dem Verband fühle ich mich als langjähriges Mitglied sehr verbunden, weil das Thema Nachhaltigkeit, und ihr habt es ja schon mitbekommen, sehr wichtig ist.
Zwischen 2009 und 2011 organisierte ich die Petition gegen die weitere Seenprivatisierung, die von über 110.000 Menschen unterstützt wurde und die letztlich auch zum Stopp der Privatisierungspraxis geführt hat. Für mich ist die Stärkung der demokratischen Mitbestimmung wichtig. Angesichts der Demokratie- und Politikverdrossenheit müssen wir uns darum bemühen, diese Demokratie und auch die Politik wieder attraktiv zu machen. Und das Beispiel Seenprivatisierung hat das gezeigt, es kann ja funktionieren. Seit 2008 bin ich auch Vorsitzender der Fraktion Die Linke in der Stadtverordnetenversammlung Zossen. Und diese kommunale Ebene ist mir ganz wichtig und ich möchte auch auf dieser kommunalen Ebene weiter tätig bleiben, weil Umverteilung, was ich eingangs gesagt habe, ist ja kein Selbstzweck. Umverteilung dient dazu auch, für die Kommunen die Mittel bereitzustellen, um eine Daseinsvorsorge organisieren zu können, damit die Teilhabegerechtigkeit auf hohem Niveau gewährleistet wird. Bildung, Kultur, Gesundheit, Infrastruktur, das sind die Themen, die auf der kommunalen Ebene auch ganz wichtig sind. 2011 kandidierte ich für das Bürgermeisteramt in Zossen. Ich wurde damals nominiert von Linke und SPD und mit über 45% der Stimmen konnte ich gegenüber der Amtsinhaberin ein ganz gutes Ergebnis erzielen. 2014 war ich Direktkandidat für die Linke für den Landtag im Wahlkreis 25 und auch für die Landesliste. Ich bin seit einigen Jahren aktiv in der LAG Umwelt. Vertreten möchte ich im Bundestag natürlich auch die Brandenburger Interessen und ich möchte dazu beitragen, dass die Sorgen und Nöte aus dem Wahlkreis Gehör finden. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe und dafür ist mir der direkte Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort wichtig, denn ich will wissen, wo den Menschen der Schuh drückt. Ich bin auch Mitglied der BI Zossen zeigt Gesicht und im Netzwerk Demokratie und Menschlichkeit, weil mir der zunehmende Rassismus und Nationalismus, das Erstarken der AfD, Sorge machen. Und deswegen habe ich mich auch eingebracht, als es darum ging, minderjährigen Flüchtlingen hier das Ankommen zu erleichtern in Brandenburg. Im September wurde ich mit 96% der Stimmen der Wahlkreisversammlung als Direktkandidat für den Wahlkreis 62 gewählt. Das ist der Wahlkreis Dahme-Spreewald, ein großer Teil von Teltow-Fleming und ein kleinerer Teil von dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Liebe Genossinnen und Genossen, in den nächsten Jahren wird sich entscheiden, in welche Richtung sich diese Gesellschaft bewegt. Sie steht an einem Scheideweg zwischen rechter Polemik und neoliberaler Konkurrenz auf der einen Seite, Demokratie, Solidarität, Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit auf der anderen Seite. Und nicht nur bei den derzeit diskutierten Freihandelsabkommen CETA und TTIP geht es um die Frage, wer entscheidet in Zukunft über die Art, wie wir produzieren, wie wir arbeiten und wie wir konsumieren. Sind es die Konzerne oder sind es gewählte Parlamente? Und ich stehe dafür, dass es gewählte Parlamente sind, die im Sinne des Gemeinwohls Entscheidungen treffen. Bislang bin ich kein Parteimitglied. Auch wenn ich als parteiloser Kandidat hier antrete, bin ich nicht unparteiisch. Mein Herz schlägt links. Es gibt viele Menschen, auch Parteilose, die sich um den Zustand der Demokratie und Bürgerrechte sorgen und sich für Klimagerechtigkeit und einen gerechten Welthandel engagieren. Und es gibt noch mehr Menschen, die sich über die Bereicherung weniger auf Kosten der Mehrheit empören. Ich möchte mithelfen, diese vielen zu einer großen gesellschaftlichen Kraft wachsen zu lassen. Eine erneut drohende große Koalition wird diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht lösen und vor allem gar nicht lösen wollen. Es kommt jetzt darauf an, den Glauben an die Gestaltungskraft der Politik wiederzuwecken. Wir müssen ausstrahlen, dass wir dieses Land verändern wollen, dass wir ein demokratisches, sozialökologisches, gerechtes, friedliches und tolerantes Land gestalten wollen und gestalten können. Dafür will ich mit aller Kraft mich einsetzen, dafür will ich einen engagierten Wahlkampf führen, dafür will ich für die Linke in den 19. Bundestag einziehen und dafür bitte ich um eure Unterstützung. Vielen Dank.